Okay, dann gehe ich doch ein kleines bisschen nach vorne. Dann Schaltung, wie war die? Nein. Gurte gibt es keine? Nein. Der hat ja ungefähr meinen Jahrgang, also er ist 58, ich bin 56. Man merkt, das sind solide Jahrgänge, robust gebaut. Vielleicht nicht ganz so spritzig wie moderne, aber zuverlässig und liegen gut auf der Straße. Ich war ja so überrascht, wie viele Leute entlang der Straßen jetzt standen und wirklich freudig gewinkt haben und wohl einfach gekommen sind, teilweise mit Klappstühlen, um jetzt stundenlang vorbeifahrende Oldtimer zu sehen. Wenn hier der alte Karmann Gier an der Steigung dann sogar im zweiten Gang, weil er es im dritten Gang schon gar nicht mehr schafft, dann hochdreht, ja, dann denkt man auch, dass so ein Düsentriebwerk hinter einem röhrt. Also es ist schon ein schönes Erlebnis auch von der rein akustischen Seite her gewesen. Das ist ein Auto, das auch in der ehemaligen Fabrik Gläser, also Karosseriewerk Dresden, das Symbol, sehen wir ja da unten, gebaut wurde.